Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, seinen Fußstapfen folgen wir nach. Er tat keine Sünde, er hat nicht gelogen, er wurde beschimpft, doch hat's nicht heimgezahlt. Er musste leiden, doch hat nicht gedroht, sondern alles überlassen seinem Gott. Der wird richten gerecht. Er hat unsere Sünden an seinem Leibe auf dem Holz getragen, dass wir der Sünde starben, der Gerechtigkeit leben. Und durch seine Striemen sind wir heil geworden.